Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Fierlei und heute zeige ich Ihnen eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett, der Investmentlegende, und warum er die scheinbar langweilige Trendfolgeaktie Coca-Cola schon seit 1988 im Depot hat. Wie immer der Hinweis: Gewinne in der Vergangenheit sind kein Garant für die Zukunft, aber Depots mit langjährigen Trendfolgeaktien, da gehört Coca-Cola dazu. Also, Depots mit langjährigen Trendfolgeaktien, die in der Vergangenheit einen stabilen Aufwärtstrend zeigen, sind bewiesenermaßen erfolgreich. Kurz zur Geschichte von Coca-Cola. Das Getränk gibt es bereits seit 1887. Der Erfinder von Coca-Cola heißt John Pemberton. Dieser Mann experimentierte so lange, bis er schließlich die für ihn passende Mischung fand. Im selben Jahr, 1887, meldete er für Coca-Cola das Patent an. Da Herr Pemberton aber stark verschuldet war, verkaufte er bereits einige Monate später das Coca-Cola-Rezept an den Unternehmer und übrigens späteren Bürgermeister von Atlanta, an Asa Griggs Candler für 2300 Dollar. Auf die heutige Kaufkraft bezogen war das immerhin so ungefähr 35.000 Dollar. Und Candler, wie Sie wissen, erschuf daraus das Coca-Cola-Imperium. Im Jahr 1919 ging das Unternehmen Coca-Cola an die Börse. Wenn einer ihrer Vorfahren nur etwa 100 US-Dollar damals in die Coca-Cola-Aktien investiert hätte, wären sie als Erbe heute Millionär mit einem Vermögen von 1,4 Millionen US-Dollar. So, jetzt schauen wir uns den Chart an. Sicherlich nicht seit 1919, aber auch einen eher langfristigen Chart. Hier sehen Sie die Entwicklung der Coca-Cola-Aktie in den letzten Jahren. Und das, wie Sie sehen, sieht doch gar nicht so schlecht aus. In den letzten 12 Jahren in etwa hat sich der Kurs der Coca-Cola-Aktie verdoppelt. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresrendite von etwa 5,7%. Sie können diese durchschnittliche Jahresrendite mit den Zinsen und Zinseszinsen auf Ihrem hoffentlich nicht vorhandenen Sparbuch vergleichen. Okay, 5,7% Durchschnittsrendite sind jetzt in Ihren Augen vielleicht nicht der Megaburner. Doch jetzt kommt das Entscheidende. Coca-Cola erhöht die Dividendenausschüttungen so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Nehmen wir mal an, Sie hätten im Sommer 2010 etwa 10.000 US-Dollar in die Coca-Cola-Aktie investiert. Damals stand der Kurs bei etwa 28 US-Dollar. Sie hätten also 357 Stück an Coca-Cola-Aktien erworben. Per heute hätten Sie einen Gewinn von 128% erzielt. Das ist sicherlich ein ganz schönes Ergebnis, aber auf was es mir ankommt: Die Quartalsdividende. Bei amerikanischen Aktien wird in der Regel alle 3 Monate die Dividende ausgeschüttet. Also die Quartalsdividende der Coca-Cola-Aktie lag 2010 bei rückgerechnet 0,22 US-Dollar. Hier haben wir die Entwicklung der Dividenden jährlich. Also, die Quartalsdividende lag bei 0,22 US-Dollar. Aufs Jahr gerechnet sind das also 0,88 US-Dollar. So, dank der stetigen Dividendenerhöhungen von Coca-Cola liegt die Quartalsdividende heute bei 0,44 US-Dollar. Also doppelt so hoch wie damals. Im Jahr sind es also 1,76 US-Dollar. Das bedeutet, Sie erhalten heute jedes Quartal, also 157 US-Dollar auf Ihr Investment, und das alleine an den Dividenden. Und aktuell sind das etwa 142 Euro. Aufs Jahr gerechnet ist das ein passives Nebeneinkommen von 568 Euro. Und das Ganze mit der ja scheinbar langweiligen Coca-Cola-Aktie. Jetzt wissen Sie, warum ja Warren Buffett und auch meine Wenigkeit eben die Coca-Cola-Aktie also als durchaus spannend empfinden. Angesichts des stetigen Aufwärtstrends und der steigenden Dividendenausschüttung
ist die Coca-Cola-Aktie in meinen Augen eine schöne Beimischung für die Altersvorsorge. Vielleicht wird es in 10 Jahren keine Computer mehr geben, so wie wir sie kennen. Vielleicht gibt es auch keine Fahrräder mehr ohne Elektroantrieb. Aber Coca-Cola als Unternehmen mit den zahlreichen Patenten und auch verschiedenen Getränken, Coca-Cola wird es in meinen Augen immer geben. Auch die Aktie. Nochmal zur Sicherheit. Eine einzelne Aktie kann immer wieder in Schieflage geraten. Doch ein Mix mit langjährigen Trendfolgeaktien in einem Depot wird langfristig zum Börsenerfolg führen. Falls Sie meinen täglichen Newsletter Investors Daily noch nicht erhalten, nutzen Sie für die kostenlose Anmeldung einfach den Link in der Infobox unter diesem Video. Hier finden Sie übrigens auch einen Link zu meinem Video zur Pepsi-Cola-Aktie, also zur direkten Konkurrenz von Coca-Cola. Pepsi-Cola ist sicherlich auch ein spannender Wert. Schauen Sie sich das mal an. Und wenn Sie kein Video mehr von mir verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach hier den Kanal des Investor Verlags. Also, bleiben Sie dran. Viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Firley.